Willkommen zurück auf Meeplecast. Ich bin Kai und heute dreht sich's wieder um TCG. Am Freitag steht der große Release von Gewalten der Zeit an. Wir haben schon schöne Shorts und ein paar Hits hatten wir auch schon jetzt in den Pre-Release-Kitzes. Aber wir wollen weiter öffnen und das haben wir heute schön entdeckt beim Einkaufen. Aber bevor ich euch das verrate, einmal liken, abonnieren, damit wir weiter wachsen können und euch noch mehr zeigen können und präsentieren. Und auch gerne mal bei Instagram bei uns vorbeischauen. Wir stehen knapp vor den 1000. 4 Leute fehlen noch. Wer werden die 4 Glücklichen sein? Damit wir damit auch nochmal ein Gewinnspiel starten können. Dann zeige ich euch mal Schönes, was wir beim Marktkauf heute bekommen haben. Wir haben nämlich die schönen Tin-Boxen, die neuen, von Gewalten der Zeit bekommen. Gewalten der Zeit ist gar nicht drin. Davon haben wir nicht nur eine. Wir haben noch eine zweite. Die kommt ein bisschen später geflogen heute. Und eine dritte Box. Gab es schön beim Marktkauf für 13,99 € im Angebot. Also falls ihr Marktkauf in der Nähe habt, schaut doch gerne vorbei. Haben auch nochmal eine 10% Aktion für jedes Produkt. Also sehr günstig. Wir finden die auch sehr schön. Man kann die schön in den Schrank hier stellen und auch schön lagern drin. Und dann schauen wir mal schön, was wir da drin haben. Wir haben ein Fusionsangriff-Pack drin. Wir haben ein strahlende Sterne-Pack drin. Also etwas ältere Sets, aber sehr begehrte. Evolving Skies wäre natürlich noch geiler. Und einmal Entwicklung in Paldea. Ich würde sagen, wir gehen Box für Box. Hier schön mit Cherox, Meltan, Panfi und so drauf. Also schöne Box. Ich würde sagen, wir fangen mit Paldea an. Entwicklung in Paldea, dann machen wir strahlende Sterne. Und zum Schluss Fusionsangriff. Und ich würde sagen, da Gengar mein Lieblings-Pokémon ist, machen wir die auch ganz zum Schluss erst. Ja, jetzt muss ich mal gucken, das sind natürlich die alten Packs. Schon lange nicht mehr geöffnet. Wir haben auch eine Schere, die haben wir auch da. Geht ein bisschen einfacher. Zip. Zack. So, bald steht auch bei Marktkauf, da gibt es immer in regelmäßigen Abständen eine Art Tauschbörse. Mal gucken, vielleicht nehmen wir euch da mal mit. Da sind wir auch mal gerne, um doppelte gut tauschen zu können. Einmal der Code für euch. Und dann schauen wir mal, was wir heute Schönes hier haben. Wir fangen mit einer Blitzenergie an. Dann haben wir eine Superangel, ein Libikus, ein Schneebedeck, ein Dartiri, eine Amura, also mal wieder ein paar andere Artworks auszusehen, Colossand, ein Raichu, das Artwork finde ich richtig schön, ein Carpador in Reverse, ein Kupfanti in Reverse und wir haben, oh, Hafnir EX, sogar ein Hit in der schönen Box gleich drin im ersten. Das ist auch, haben wir leider schon, aber es das Artwork auch hier sehr, sehr schön. Auch der Holo-Effekt super. Also das hat sich doch schon mal gelohnt. Machen wir weiter mit strahlende Sterne. Mal gucken. Da machen wir mal ohne Kartentrick, würde ich sagen. Ihr kriegt auf jeden Fall den Code. Die kriegt ihr immer von uns. Zack. Zip. Einmal der Code für euch. Und dann fangen wir an mit einem Plinfer. Dann haben wir einen Schillast. Jetzt bei Gewalten der Zeit auch wieder mit drin. Pico Chiller, auch schön wieder bei Gewalten der Zeit. Also passt ganz gut zusammen, die Pokémon zumindest. Laukaps, Barmelin. Oh, Wulues zu V-Max. Oh, schöner Treffer. Also die Box hat sich auf jeden Fall schon mal mächtig gelohnt. Ein schönes Mewtwo haben wir noch. Die V-Star-Karte, Belzebub und Freunde aus Galar, Voluminas. Aber natürlich der große Hit da drin. Schöne Karte. Fehlt uns auch noch in dem Set, haben wir noch nicht. Ein schönes Artwork. Zwei Booster und zwei Treffer. Na, dann hoffen wir mal, dass Fusionsangriff genauso gönnt. Natürlich ist da Mew und Gengar die begehrten Karten. Haben wir auch alles noch nicht. Vielleicht haben wir da mal ein bisschen Glück. So, einmal der Code für euch. So, ohne Finger. So, und dann schauen wir mal. Makuhita, fangen wir an. Ein Micro. Dann haben wir ein Flampion, ein Thermopod, ein Velosi, ein Rotomorph in Reverse. Oh, Gottrom V. Also die Box lohnt ja. 3 Booster, 3 Hits. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Dann haben wir noch einen Kampf, eine Abschiedsglocke, ein Schlappohr, ein Kapitz und das war's. Aber Gottrom wieder ein Hit. Da wird man sich ja nicht beschweren, wenn das so weitergeht. Die erste Box also tippitoppi, würde ich sagen, gar nicht lange reden, machen wir mit der zweiten Box weiter. Wie gesagt, müssten eigentlich auch immer dieselben 3 Booster drin sein. Jetzt fürs Regal auch immer schön geeignet, die kann man schön stapeln. So, dann schauen wir mal. Dann gibt es hier auch mal so schöne Sticker da drauf, also wer sowas auch sammelt, auch drin. Dann haben wir wieder ein Paldea-Entwicklung,
eine strahlende Sterne. Und wir haben einen Fusionsangriff. Ein bisschen geknickt, hoffentlich leiden die Karten nicht so drunter. Fusionsangriff machen wir wieder zum Schluss. Man kann die schön stapeln. Und dann fangen wir heute wieder jetzt mit Paldea an. Also die erste Box war schon der Knaller. 3 Booster, 3 Hits. Mal gucken, ob wir die anderen Boxen auch so gut gegriffen haben. Oh, komm. Zip. So. Und dann haben wir einmal den Code für euch. Da können wir wieder schön den Kartentrick machen. Das ist ja einfacher als mit den anderen, weil da zerkratzt man auch schnell die Karten. Kampfenergie. Ein Geosali. Ein Krokel. Ein Tanzer. Ein Merrill, diesmal ein Wasser, Pyroleo, ein Philirospa, Famips, eine Lieferdrohne in Reverse, ein Tanzer in Reverse und Lumiflora in Holo. Erste Mal nix, aber ist jetzt nicht so schlimm. Man kann alles gebrauchen, entweder zum Tauschen, zum Sammeln. Wir blenden euch zwar immer Preise ein, aber um die Preise geht es bei uns nicht. Da geht's, wir sind hier im Sammeln, machen die schönen Beine da, versuchen so viel wie möglich zusammenzukriegen. So, dann haben wir strahlende Sterne. Da haben wir einmal den Code für euch. Ein Porenta. Dann haben wir ein Owei. Dann haben wir ein Slimer. Ein Pipi. Ups, das war zu schnell. Ein Bidiza. Ein Krebskorps in Reverse. Ein Kleopatra in Reverse. Oh, Mann, das war schon der Hit. Das ist schon so lange her, die Booster. Nur der Krebskorb sozusagen in Reverse drin. Da waren ja noch nicht so. Kleopatra, eine Pflanzen, Smilora und Marys Stolz und Knaxel. Ah, das war da noch ein bisschen anders. Stimmt, man ist schon so eingefahren in den Boostern. Jetzt bei den neuen, dass da so viele Reverse-Karten drin sind. So, dann schauen wir mal, was Fusionsangriff vielleicht noch zu bieten hat. Zip, 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 zip. So, einmal der Code für euch. Ich weiß, man konnte auch an der Hand der Code schon sehen, ob was drin ist oder nicht. Habe ich aber alles nicht mehr im Kopf. Ist schon viel zu lange her. Klavion, Knilz, Kamehaps, ein Onyx, ein Mauzi. Oh, Mauzinga in Reverse. Das müsste der Hit. Nein, der Hit kommt jetzt. Royal V. Also Fusionsangriff, zweimal Hit. Das könnte auf jeden Fall. Eine Pflanzenenergie, Crosstausch. Und ein Kapilz und Hariyama. Ah, Fusionsangriff will so ein bisschen uns gönnen. Leider noch nicht ganz großes, so wie Mew oder so. Aber auch die fehlt uns, glaube ich, noch im Set. Da haben wir halt viel in Englisch vorher gesammelt. Da machen wir jetzt so ein bisschen Umsteigen auf Deutsch bei allem, weil es zum Spielen dann auch einfacher ist. Und dann mal gucken, ob mein Freund Gengar genauso viel Glück bringt. Zip. So, und das ist auch die schönste Box. Schöne Lila, Gengar, Brüllschweif und Cyana und Ponita in der Galar-Form. Da haben wir wieder die Sticker mit Gengar und so. Ein Entwicklung von Paldea, ein strahlende Sterne und ein Fusionsangriff. Sogar mit Mew drauf. Also vielleicht bringt das Glück. Zip. Und die dritte Box. Die stellen wir mal hier hin zu mir. Zack. Komm Gengar, du hilfst mir jetzt mal ein bisschen. Bring mir mal ein bisschen Glück. Und dann fangen wir wieder mit Entwicklung in Paldea an. Wabala. So. Einmal der Code für euch. Dann schauen wir mal, was Energie. Feuer hat man schon ewig nicht mehr. Könnte mal langsam wieder kommen. Wasser. Ein Pamo. Ein Lavita. Ein Kabuno. Sandkabu. Famips. Die Mäuse kommen immer wieder. Walgürtel. Pamomamo. Ein Espinodon in Reverse. Ein Hypnomorba in Reverse. Und, ui, Juju EX. Haben wir letztens in Gold gezogen, jetzt als Full Art. Wieder schön. Also die drei Boxen, da können wir uns bisher nicht beschweren. Eieiei. Super Hit. Sieht schön aus. Sieht auch besser aus als die goldene Karte, die wir letztens gezogen haben. Gold fand ich das mit dem grünen Hintergrund jetzt nicht so schön. Könnt uns ja mal in den Kommentaren schreiben. Freut ihr euch denn auf das neue Set von Gewalten der Zeit? Oder sagt ihr, ist das jetzt langsam ein bisschen zu viel, was Pokémon macht? Haben ja viele Sets im Moment. Die nächsten sind ja auch schon alle wieder angekündigt. Zip. Da haben wir einmal den Code für euch. Und dann schauen wir mal, was strahlende Sterne uns noch so bringen kann. Staralili. Ein Owei. Knackleon. Ein Kaumalat. Barmelin. Befehl vom Boss Reverse. Und ein Lavados in Holo.
Ja, wenigstens etwas. Eine V-Karte haben wir noch drin. Roxanas Backup. Tropius, Bananenboy nennt ihn immer mein Sohn. Safax. Und das war's. Also ein Lavados. Lavados. Zip, 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 zip. Und dann kommen wir schon zum letzten Pack. Fusionsangriff. Ein schönes Mew nochmal drin. Gengar, kannst ruhig jetzt mal kommen. Irgendwie will das nicht so richtig bei mir. Immer nur in den ganz normalen Formen. Ich hoffe, bei Gewalten der Zeit lässt es sich öfter mal blicken. Ups, wir verschieben hier schon wieder alles. So, dann haben wir einmal den Code für euch. Gönnt euch. Zerora. Ein Zapladin. Ein Kloptopus. Hatten wir jetzt auch wieder in den letzten Sets drin. Ein Haspirohr. Ein Kanimani. Auch einer meiner Favorites. Schönes Artwork. Ein Eneko in Reverse. Und ein Riffex in Holo. Da ist leider nichts. Und da kommt aber jetzt die Feuerenergie. Also die hätte uns nicht mal Glück gebracht. Mike, Benny und Colin. Und Schüler. Und ein schönes Lapras zum Abschluss. Freitag, wie gesagt, Displayöffnung auf jeden Fall. Die Top-Trainer-Boxen werden kommen. Und tolle Reviews zu Brettspielen gibt es auch wieder. Die verlinke ich euch mal wieder. Einmal das Star Wars, das neue TCG. Haben wir mal ein bisschen getestet, haben ein Pack-Opening gemacht. Könnt ihr gerne reinschauen. War auch eine ganz gute Karte dabei. Leider keine von den Showcase-Karten. Und darunter verlinke ich euch mal ein schönes Brettspiel. Könnt ihr mal reinschauen, ob vielleicht auch sowas für euch ist. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr auch das nächste Mal hier wieder einschaltet. Natürlich bei Meeple Cards.